Einer von den einfachsten, aber wichtigsten Tricks, um mit einem Smartphone Videos zu produzieren, zeigt er jetzt. Und das funktioniert sowohl auf dem iPhone wie auch auf dem Android. Wenn du zum Beispiel ein Interview machst mit einer Protagonistin, dann hast du häufig eine fixe Distanz zwischen Protagonistin und Kamera. Und dann willst du auch den Fokus festlegen und fixieren. Das gleiche auch mit der Belichtung. Beim iPhone kannst du das machen in der normalen Kamera-App. Da kannst einmal drauf drücken, dann hast du den Bereich vom Autofokus definiert. Du kannst aber lang drauf drücken, bis AE, AF-Sperre aufleuchtet. Dann ist der Fokus und auch die Belichtung fixiert und verändert sich nicht mehr, bis du noch einmal drauf drückst. Du hast sogar in diesem Modus die Möglichkeit, mit dem Finger auf und ab zu fahren und eine Belichtungskorrektur zu machen. Beim Android funktioniert es ganz ähnlich. Dort können wir auch in der normalen Kamera-App im Automodus lang drauf bleiben, bis AF-AE-Sperre kommt und damit die Belichtung und der Fokus fixiert werden. Da drin kann ich jetzt nicht eine Belichtungskorrektur machen, aber dafür, wenn ich einmal von links nach rechts swipe, habe ich einen Pro-Modus und in dem Pro-Modus kann ich alles manuell stellen, sei das jetzt Verschlusszeit, Blende, ISO oder Weissabgleich. So, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Thank you.